unsere schönen Feigenstecklinge. Wie immer haben wir gemacht unseren Topf unten zu mit den schönen Vlies. Hier haben wir unser Perlit-Humus-Gemisch. Und hier haben wir unser Perlit 100%, welches wir jetzt auch gleich mal verwenden. Und vorsichtig hier unten alles zuzumachen. Und den Boden mit Perlit Perlit können wir sicher reinwerden, das schneller steril zu halten. Das ist ganz wichtig, damit die Pflanzen und ebenfalls wichtig ist das Verdichten am Rand in die Ecken, dass nicht durchrennt. Unser Perlit, damit die Pflanzen nicht entlassen stehen und keine Schädlinge hinkommen. So, füllen wir noch ein bisschen ein. Wie viel sollen wir uns machen? 5 cm. Und dann kann man auch schon die Stecklinge hinein, nachdem man das festgedrückt hat. Ich mache das immer anders. Zum Zeitsparen vermische ich das Ganze dann in verschiedenen Qualitäten. Hier wird dann immer weniger Perlit. Je weiter nach oben, desto humoser wird das Ganze hineingefüllt. Und schlussendlich kommen dann wirklich unsere Stecklinge, die wir gewaschen haben, hinein, mittig, und das wird zugemacht.